Als Männer Gottes vor etwa 700 Jahren in London die Heiligen Schriften zum ersten Mal in die verbreitete Sprache übersetzten, die Verfügbarkeit der Heiligen Schrift und das Werk des Heiligen Geistes mit Christen, die sich in kleinen Gebetsgruppen versammelten, begann ein Transformationsprozess, der zu etwas führte, das die Welt veränderte. Gilden, in denen sich Christen gegenseitig für Qualität und Standards verantwortlich machten. Dort gab es zum ersten Mal zuverlässige Maße und Gewichte. Wegen der Heiligen Schriften und dem Wirken Gottes unter den Menschen. Ekklesia, Treffen in Kleingruppen. Lass uns beten, dass unsere Welt noch einmal durch Christen verändert wird, die sich in kleinen Gebetsgruppen treffen. In Bildung, im Geschäft, in Regierung, in der Unterhaltung, in Medien. Wir brauchen eine Transformation. Lass uns gemeinsam mit dem spezifischen Ziel beten, Gott zu vertrauen, dass er Christen ruft, einander Rechenschaft abzulegen, bis es wieder bekannt wird, dass, egal ob du Geschäfte machst oder mit ihnen arbeitest oder ihnen zuhörst, auf diese Christen kann man sich verlassen. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für das, was du in der Vergangenheit getan hast. Und so sehen Zeiten jetzt auch dunkel aus. Sie waren wirklich dunkel damals in der Vergangenheit. Aber du hast das Licht gebracht. Und wir beten, dass du Licht bringst in der Form, dass Christen sich treffen und einander zur Rechenschaft ziehen, in liebevoller Güte, aber mit Festigkeit, bis wir uns mehr wie Christus verhalten, um Agenten des Reiches Gottes für Transformation zu sein. Amen.